Einen wunderschönen guten Morgen und liebe Grüße von der Mein Schiff 6. Ja, ich bin schon wieder auf einem neuen Schiff. Ich bin schon wieder gewechselt, was das Schiff angeht. Ich wechsle das Schiff schneller wie Tatsache manche ihre Unterwäsche. Das ist wirklich so. Und gerade war ich noch auf der 5, jetzt bin ich auf der 6. Und heute geht für mich, glaube ich, so ein kleiner Traum in Erfüllung. Denn ich darf heute einen Ausflug begleiten. Wir sind heute in Safaga. Und ich fahre heute ins Tal der Könige und schaue mir so ein bisschen Ägypten an. Und ich bin mega gespannt darauf. Ich nehme euch natürlich wie immer mit. Und ja, heute ist es natürlich so, dass wir uns in islamischen Ländern befinden. Das bedeutet, auch wenn es verdammt heiß werden wird, lange Hose. Die Russen waren bei uns zur Zeit Nasser und wir haben Aswan Staudamm gebaut. 1959 haben wir gearbeitet. 10, 11 Jahre haben wir gearbeitet. Während dieser Zeit hatten wir Russen. Wir hören, was Sie auf der linken Seite sehen, das ist manche so ist die Ängste hier oder da hier auf der rechten Seite, das war alles soziale Wohnung neben dem Hafen. Ja, sieht man von hinter Glas ja schon, aber von ungefähr 4 Meter entfernt von unten, so sehen Sie. Von der Wandmalerei hat ganz toll gemacht, aber nicht nach dem, was auf die Papiere steht. Aber super! Tag und Nacht weinen sie 3, 4 Tage. Es ist. Ich kann nicht unterschreiben. Ich bitte mal die Genehmigung, mach alles kaputt. Wie macht das? Die Dame hat viel. So, meine Herrschaften, in 10 Minuten so. Das ist einfach eine andere Welt. Wir nähern uns jetzt dem Nildelta, deswegen wird das Ganze hier auch grüner. Jetzt wechseln wir auch die Fahrtrichtung, okay. Also, was ich jetzt hier schon gesehen habe, wir sind in eine Stadt reingefahren. Und es ist irgendwie so, wie ich mir Ägypten vorstelle. Keine Ahnung. Sehr, sehr viele haben diese typischen Gewänder an. Und gerade kam hier einer auf einem Esel vorbeigeritten. Das war da ist er, der mit dem Esel. Da ist er. Da ist er. Da. Ist er das mit dem Grünen da? Da war er mit seinem Esel wieder. Und LKWs sind einfach komplett überbeladen, also nach alle Seiten. Also in Deutschland würden wir, wenn wir sowas sehen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber das ist halt andere Länder, andere Sitten, ne? Es ist auf jeden Fall interessant, wie sich das Ganze hier verändert. Gerade waren wir noch mitten in einer Wüste und auf einmal ist es grün. Überall sind die Leute mit ihren Eseln. Die Kraniche auf den Feldern. Oder was sind das? Kraniche? Das sind so, ich glaube, das ist noch was anderes. So klein, so ein bisschen kleiner, weißere Vögel. Ich habe schon mal den Namen von denen gehört, aber ich habe ihn wieder vergessen. Und
Es ist so vielfältig hier. Wieder einer mit dem Esel. Was auf jeden Fall sehr auffällig ist, dass, wie man hier sieht, überall Kontrollen sind und überall stehen auch Leute mit ihren Gewehren rum. Also das ist sehr komisch. Naja, macht ein komisches Gefühl. Aber hier ist das halt scheinbar ganz normal, ne? Das ist schon ziemlich verrückt. Überall sieht man auf den Feldern Leute rumstehen, die auf den Feldern arbeiten. Und das einfach in der prallen Sonne. Da auch wieder einer. Aber die Wasserversorgung der Felder ist hier echt ausgeklügelt. Hier vorne ist so ein kleiner Kanal. Und überall an diesem Kanal sind hin und wieder Pumpen angebracht. Die pumpen das Wasser in eine kleine Rinne, die zu den Feldern führt. Und somit werden die Felder quasi unter Wasser gesetzt oder und bewässert. Das ist ziemlich spannend. Hin und wieder sieht man auch mal einen Traktor, aber ja, generell die Geräte hier, seht ihr den da? Da steht einer. Generell die Geräte hier sehen so ein bisschen aus wie aus einem anderen Jahrhundert. Auch die Autos, alles sehr, sehr, sehr alt. Also, es ist sehr, sehr spannend. Erster Fotostopp und wir sind hier an zwei großen Statuen, die einfach so, was hat er gesagt, 200 Tonnen wiegen? Oha! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist das spannend. Wir sind jetzt in der Nähe vom Tal der Könige und hier ist einfach überall schon Tempelanlagen, aber es kommt nichts. Wir fahren jetzt gerade zum Tal der Könige und ich bin so mega nervös und aufgeregt. Das ist wirklich wie ein Traum, der in Erfüllung geht. So ein Traum, wo ich dachte, da werde ich niemals sein, aber was ich immer sehen wollte, was ich immer spannend fand, die ägyptischen Sachen, die Pharaonen, Pyramiden, alles was halt so dazugehört. Und gerade steigt die Aufregung echt bei mir ins Unermessliche. Wir sind jetzt im Tal der Könige und wir laufen hier quasi gerade an den ganzen Grabkammern von den Söhnen von Ramses vorbei. Das ist mega spannend, ich zeige euch mal, wie das aussieht. So, hier laufen wir quasi lang und überall sind diese Eingänge. Und genau, Ramses hatte 96 Söhne. Das muss man erstmal schaffen. Spannend. Hat ja scheinbar hier auch was oben gestanden. Wahnsinn.
Hallo. This is amazing. Es ist unglaublich spannend hier, aber es ist so verdammt heiß. Guckt euch das an. Das ist der Nil. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich den mal in live sehe. Da steht ein Kamel! Nächste Highlight steht an, der Karnak-Tempel, und wir sind hier in der Nähe von Luxor. Ich bin mir nicht genau sicher, ob wir hier in Luxor sind oder in der Nähe. Da ist ein originaler Obelisk. Sehr interessant. Nach wie vor überall diese ganzen Hieroglyphen, Malereien, Schriftzeichen. Alles sehr, sehr, sehr spannend. Wir sind übrigens früh um 7 losgefahren. Ich bin dementsprechend seit 5.30 Uhr wach. Mittlerweile ist es 16.45 Uhr. Wir fahren circa eine halbe Stunde wieder los und haben dann noch 3 oder 4 Stunden Rückfahrt vor uns. Also ich bin gut K.O. Aber ja, hier ist gleich noch die Säulenhalle, die zeige ich euch gleich noch. Mit den Säulen. Ja. Ich glaube, er hat gesagt, die sind 17 Meter hoch. Und wenn man drin ist, sieht man sogar auch noch die Farben. Und wie viele das sind vor allem. Es ist immer noch so unglaublich warm. Wahnsinn. Um Gottes Willen. Da sieht man noch die Farbe. Jetzt habe ich mich etwas erschrocken. So spannend.